Willkommen zu einem neuen Let's Play. Nö, nicht Let's Play, sondern Let's Play Serie von MGND Let's Plays. Heute mit einem Oldie, genau wie Star Wars Battlefront. Heute mit... Ach scheiße, jetzt wollte ich schon wieder Assassin's Creed 4 sagen. Nee, heute mit Battlefield Vietnam. Cool, oder? Dann starten wir mal mit dem Einzelspieler, oder? Ach, da gibt es nur Optionen und Soforteinsatz. Okay, dann machen wir doch einfach mal leicht. Mal so zum Reinkommen. Wildhüte, Flammenpfeil, Dallas, Drangental. Also ich spiele das jetzt gerade blind, ich habe auch keine Ahnung. Hue? Hue hört sich doch gut an. Oder die Kombatscha-Invasion, auch nicht schlecht. Machen wir Bots an 32, das passt eigentlich. Seid ihr Freund, leicht. Läuft, okay. Dann starten wir. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es vornehmliche Ziel der amerikanischen Regierung, der Verbreitung des Kommunismus Einhalt zu gebieten. Ja, das wissen wir ja schon alles. Ich denke, da kennt ihr euch alle aus, oder? Ja, gut, dann ist ja alles gut. Ziembeschüsse im Prozent, Kopf wird sich zulassen. Ein Ticket strafbar, Spieler Tür 1. Ja, genau, dann... Okay, also... Aha, okay. Also, denk mal, das sind wir. Naja, gut, das Symbol hätten sie sich auch aussuchen können, aber gut. So. Waffen. Cool. Was denn machen wir? Aha, das ist jetzt also... der Sniper. Machen wir mal das hier. Nee. Schaut alles scheiße aus. Okay. Okay, die haben wir alle schon im Besitz, na, das dürfte ja leicht werden. Dann treten wir mal den Kommunisten in den Arsch. Jetzt muss ich nur mal kurz an die Steuerung gewöhnen. Aha, so macht man das. Und wie zoomen wir jetzt? Okay, so jedenfalls nicht. Mit Rechtsklick? Nee. Ich bin verwirrt. Ich steige jetzt einfach mal mit ein. Geht nicht. Doch, glaube ich schon. Gut, geht doch. Fahr los. Fahr los, Arschloch. Oh, gefällt mir. Oh, ja. Yeah. Alter, nein, oder? Komm. Verarschen kann ich mich auch selber. Gehen wir mal kurz in da Optionen Steuerung, würde mich mal interessieren. Fallschirmsprung 9, ein- und aussteigen E, ja, das ist ja nicht schwer. 3D-Karte zeigen Q, Verfolger vorne, ja, ich will doch nur okay, das können wir auch mal machen, so ein bisschen allgemein Infanterie heranzoomen. Habe ich doch Rechtsklick gemacht? Ich bin verwirrt. Hä? Okay, jetzt geht's gut. Dann ist ja alles okay. Okay, ab. Alter, komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Warum treffe ich den nicht? Ich kann das einfach. Und darum bringe ich mich gegen. Okay. Oh, Panzer, fast. Ja, das war irgendwie zu erwarten, aber ich bin einfach ein Draufgänger. Mehr oder weniger. Okay, wir wissen, was wir nehmen müssen. Die schaut irgendwie geil aus, nehmen wir die mal. Zeit bis Einstieg 3, 2, 1. Sind wir drin? Wir sind drin. Oh, geil, Mann. Like.
Alter, 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 hier geht's schon ab. Fuck, okay. Den hätte ich jetzt voll übersehen. Oh, Alter. Junge. Fuck, Mann. Ab, ab, ab. Durch den Dschungel. Ich frag mich, wo die ganzen Schüsse immer herkommen jetzt. Komm, ich sag doch schneller laufen. Okay, waren scheinbar verletzt oder so. Okay. Vier. Drei. 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 Zwei, eins. Einstiegspunkt wurde, ups, erobert. Bitte neu wählen. Oh Gott. Okay, naja dann. Foden bei AKMS. Ach so, ja, das ist die Waffe, die er verwendet hat. Nice. Wo kommen sie her? Oh, das ist gut. Oh, das ist immer nicht ein WOT. Ein WT Panzer 4. Sehr schön. Hübsch. Muss man sagen. Ja. So richtig Hipster-Style. Klar, würde ich auch machen. Na, das war mal ein Testschuss. Ja, klar. Ich verliere kein Leben, aber ich gehe schon mit drauf. Läuft. Oh, noch 10 Sekunden. Machen wir mal. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Wir haben, glaube ich, aufs falsche Pferd gesetzt. Warte mal, verstärken, halten, halten, hier folgen. Läuft. Fuck, der hat uns gehört. Schon wieder besetzt, die MG da unten. Okay. Kein sicherer Ort. Alter, komm schon. Muss hier ständig einen Posi-Wechsel machen? Geht doch. Von wo? Man sage mir doch bitte von wo? Alter. Läuft. Haben sie den Panzer jetzt endlich? Na also, geht doch. Inkompetente Vollprolls. Das irritiert voll, wenn da diese Hüte rumliegen. Das ist schlimm. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht die großen Straßen verwenden, sondern eher diese Gebirge hier. Das eignet sich auch gut. Fuck, man. Klar, die sehen mich, ich sehe sie nicht. Läuft. Also, wir halten uns ein bisschen bedeckt. Ah, ich höre einen Panzer von uns. Ah, da ist einer. Was? Klar, ein Schuss.
dann probieren wir halt diese mal aus. Wir haben ja genug Zeit. Komm, ich dachte, wir hätten das gerade wieder erobert. Alter! Das ist so ein Scheiß hin und her, ganz im Ernst. Ah, okay. Freund. Ich habe gerade schon Angst gehabt. Das ist schon wieder diese, die falsche. Komm, geh da mal raus, Junge. Hallo? Ich sag, geh da mal raus, Junge. Na, geht doch. Und jetzt lass mich mal rein. Klar, oder? Ups. Klar, oder? Komm. Ich glaube, ich hole mir jetzt gleich einen Panzer, aber das geht ja nicht. Sind wir alle gleich besetzt. Komm, das können wir jetzt, glaube ich, gerade gut brauchen. Was kann das Ding? Fuck. Oh, das ist nicht schlecht. Ach, ich bin der Fahrer. Ich bin der alleinige Fahrer. Läuft man? Ja, sorry, wenn du nicht aus dem Weg gehst. Ups. Warte, kann ich die Sicht vielleicht verändern irgendwie? Aus dem Weg. In Gottes Namen aus dem Weg gehen. Und du eine Kanone. Beweg dich mal. Läuft man, läuft. Wir machen da so ein Scheiße, wir sind versunken. Ja, das war klar. Ich meine, sind wir nicht? Wir sind nicht versunken? Okay. Gut. Aber die Kanone, die ist gut. Also, muss man sagen. Chef, warte, ich würde mal die Grafik noch hochschrauben. Ich glaube, die ist noch gar nicht ganz oben. Oder? Höchste. Auch noch höchste. Gamma-Korrektur. Ja, ein bisschen heller machen das Ganze. Okay, der Kontrast kann so bleiben. Anzeigemodus. Ne, lassen wir mal so. Grafikgeschwindigkeit hoch. Okay, gut. Egal. Komm, lassen wir jetzt so. Alter, komm, ist doch nicht euer Ernst. Man spawnt und wird dann gleich wieder von so einem Scheiß, von so einem Scheiß Vietnamesen abgeknallt. Ihr könnt mich doch alle mal. Mann. Okay, hat glaube ich keinen Sinn so. Hä? So. Ein US-Soldat kommt überall hoch. Jeff Evans hat einen Kameraden auf dem Gewissen. Arschloch, gleich hinrichten vom Kriegsgericht. Das ist Granatwerfer und MG in einem. Ey, läuft. Okay, das war zu. Jetzt will ich gerade ranzoomen, aber. Water! Ach du Heiliges. Alter, das war jetzt. Woher? Schüsse? Woher? Ja, logisch, klar, immer doch, also, läuft. Da ist gerade noch ein Panzer, nein, der ist jetzt nicht mehr da. C4? Hm. Nehmen wir mal das. Aber wir liegen vorne. Es geht ja nicht darum, die Base zu cappen. Sondern es geht darum, die Verstärkung
oben rechts bei der Minimap aufzulösen. Und da sind wir momentan vorne. Lass mich mal in die Kanone. Bitte. Nein, jetzt fährt er weiter. Ich will an die Kanone. Nicht irgend so ein anderer. Geht doch. Und jetzt fahr auf den Weg, sodass ich schießen kann. Läuft, Mann. Alter, geil. Läuft. Was fährt der jetzt zurück? Was ist der für ein Spaß? Was macht der? Was macht der? Alter, geh da weg. Ja, ja, weiter drehen. Weiter drehen. Und jetzt vorwärts fahren. Nein, nicht drehen. Ja. Ja, gut. Alter, du bist ja toll im Fahren. Du weißt ja, dass ich keinen treffen kann von hier aus. Okay, wird mir zu blöd. Ja, ja, und jetzt fährt er natürlich perfekt. Keiner mehr da. Doch, da oben auf dem Backwalker, ne? Ups, kann passieren. Ja, kann auch passieren. Läuft. Was? Ach so, okay. Ja, das war scheinbar ein Selbstmordausschlag. Da, die haben wir noch nie gehabt. Los, ab, ab, ab. Ab in den Kampf. Aber wir liegen gut vorne. Wir verlieren sehr selten irgendwelche Leute. Das gefällt mir. So, ach so, ja, die haben wir ja schon mal gehabt. Die ist ja scheiße, das wissen wir ja schon. Fuck. Okay, jetzt bin ich einfach mal durch Stacheldraht durchgelaufen. Das tut sicherlich auch nicht so gut. Habe auch einiges an Leben verloren. Aber ich... Ah, ich habe ein Medipack dabei. Kann ich mir auch selber geben. Ja, läuft. Alter, was geht denn schon? Läuft. Komm. Reload. Ja, Mann. Oh, fuck. Ach. Robert Halwood hat einen Kamerad auf dem Gewissen. Vielleicht hat er mich... Ja, danke, Robert. Danke, danke, danke. Das ist ja so sozial von dir, Arschloch. Also wirklich, merkt euch den Namen Robert Halwood. Ich glaube, der wird jetzt gleich sterben. Fick dich, Arschloch. Okay, der ist schon tot. Dann nehmen wir doch einfach mal den Wagen und treiben Unfug damit. Hallo. Hallo. Läuft, man. Oh, das gefällt mir. Ich liebe es. Wie es halt super läuft, also alle, das war gerade eine geile Aktion, Mann. Und Panzer, 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 Panzer. Fuck. Okay. Habe ich den Panzer? Nee, schade, aber ey, das war jetzt mal eine geile Runde. Wie viele haben wir jetzt abgeknallt? Genug. Ich würde sagen, genug. Wir nehmen gleich wieder dieselbe Ausrüstung, weil die ist echt geil. Da ist der Schnellfeuergewehr und eine Waffe gegen Panzer. Es läuft. Es ist einfach gut. So, wo? Da lang. Ja, weil da wird nicht mehr gekämpft. Das ist eben das Witzige. Muss man sich erst wieder zurechtfinden. Auf dem Schlachtfeld. Was? Du passt bloß auf, gell? Das hat mir schon mal einer so saublöd abgeknallt. Ey, geil, der hat sogar getroffen. Ey, läuft.
Oh, Medipack mal kurz geben. Damit es mir wieder besser geht. Und es läuft. Ja, okay. Geht's da nicht hoch? Schade. An sich schade. Ja, das ist ein toller Platz. Oh, der Panzer hat nicht gesehen. Ah, der Panzer ist nicht mehr besetzt, oder was? Doch. Ach nee, da hinten steht ein Panzer. Fuck, man! Warte, wenn ich hier 13 Sekunden bleib, dann erobere ich. Fuck! Wo? Okay. Hier ist irgendwo wer. Alter! Wir wissen jetzt wenigstens, wo er ist. Alter, das sind ja... Oh, okay, das waren... Das war doch nicht nur einer. Shit. Okay, das war jetzt mittelträchtig. Okay, das war jetzt lustig, muss man sagen. Lustig, einfach nur witzig. Rodrigo Lopez. Mal schauen, der ist bestimmt ein Spitzel. Okay. Alter! Die ballern immer auf die eigenen. Jeff Ross, Merken, der geht gleich drauf. Ups. Na gut, man kann im Spiel ja schwimmen. Dann ist ja alles okay. Wo ist er? Ja, Jeff Ross ist schon drauf gegangen. Okay. Das ist dafür, dass du meinen scheiß Kumpel umgebracht hast. Fick dich, Arschloch. Ist es einer von uns? Nein! Aber der kann sich nicht befreien, gell? Hopp, 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 hopp. Okay, mal schnell heilen. Nein, das kann man gerade nicht brauchen. Gut, da kann man sich draufstellen. Also im Gegensatz zu denen treffe ich halt. Und das ist ein ganz großer Vorteil im Krieg. Wie kann man sich da hinlegen? C oder so? V? Leertaste? Gedrückt halten? Okay. Keine Ahnung. Keiner weiß von gar nichts. Mach, 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 Mann. Läuft. Panzer! Oder ist der auf unserer Seite, der Panzer? Ne, das ist eindeutig ein Feind. Alter, aber steht 18 zu 150, das heißt, wir haben eindeutig gewonnen. Ja, gut, wenn ich den Panzer nicht sehe, dann kann ich nichts machen. Ja. Ach, wir haben den immer noch nicht, den Checkpoint. Ja, das ist blöd, das ist blöd. So, da wird gekämpft. Oder da wurde gekämpft.
Fuck. Ich bin schon nicht mal an der Front und trotzdem steckst du schon ein. So. Wo steht der? Da liegt der. Ups, hab ich den gerade umgemäht? So. Läuft. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und besetzt. Läuft. Fuck. Jetzt müssen wir mal blind schießen. Nee, ich weiß, ich muss erstmal Prosi auschecken und dann. Ja, hat ganz gut getroffen. Zumindest du kannst halt nicht sehen, wie viele Hitpoints der noch hat. Gar keinen mehr. Läuft. Ach, da kann man hochlaufen. Ah, da kann man auffüllen. Ja! Sieg! 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 Wow! Okay. Ah, das war's dann wohl mit der ersten Folge von, ja, mal schauen, ob noch mehr kommen, mit der ersten Folge von Let's Play Battlefield Vietnam. Bis zur nächsten Folge, falls eine solche existieren würde, wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit unseren anderen Let's Plays und ich verabschiede mich von euch. Auf Wiedersehen mit MDND Let's Play.